Hallo ihr lieben Leseratten und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Diesmal gibt es mal ein bisschen was anderes. Ich habe schon vor längerer Zeit mal vorgehabt, irgendwo ein Restpostenpaket zu kaufen und habe das jetzt auch endlich mal getan. Schon seit meiner Kindheit stand ich auf Überraschung. Also ich habe schon immer früher, als ich noch ganz klein war, Überraschungstüten erbettelt zum Beispiel. Und hatte ja schon außerhalb dieses Kanals damals hier so verschiedene Abo-Boxen ausprobiert mit Nerd-Kram. Hatte ich irgendwann mal im Nebensatz erwähnt. Ich stehe auf solche Sachen. Und deswegen nehme ich auch gerne so Bücher-Überraschungspakete, wo ich mir dann immer was für meinen Buchstabe raussuche. Und ja, ich wollte aber auch mal ein allgemeines Paket einfach so ausprobieren, aber die meisten von denen sind wirklich schlecht bewertet. Ich weiß aber nicht, inwieweit man darauf vertrauen kann, weil zum Beispiel früher, als ich noch klein war und immer diese Überraschungstüten bekommen habe, da haben immer alle zu mir gesagt, da ist doch sowieso nur Spittel drin. Was ja auch meistens der Fall war, und es war mir persönlich völlig egal. Ich habe mich immer gefreut über so eine Wundertüte. Also es kann auch sein, dass die Leute das alles schlecht bewerten. Solche Leute sind, die allgemein was gegen Spittel haben. Und deswegen vertraue ich da jetzt nicht unbedingt drauf. Dieses Restpostenpaket war aber sehr gut bewertet, nur aber aufgrund von einer Bewertung. Und deswegen habe ich es einfach mal genommen, aber ich weiß nicht so richtig. Also es gab nicht viel Feedback dazu. Es ist auf jeden Fall von Domandarin UG. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo bei Amazon, ich weiß gar nicht mehr. Mal aufmachen hier kurz nebenbei. Da stand K7 Plus Restpostenpaket, 25 Teile querbeet, Neuware, bla bla. Und es hat was 18 Euro 45 gekostet. So. Also mehr weiß ich quasi nicht. Ich habe es nur aufgeschnitten, ich habe noch nicht reingeguckt. Und ja, also ich bin schon sehr gespannt. Wahrscheinlich, also ob das Video reinkommt oder nicht bei YouTube, hängt davon ab, was hier drin ist, würde ich sagen. Also, okay, mal schauen. Ich weiß noch nicht so richtig, aber ich wollte das schon immer mal machen und jetzt habe ich es getan. So, also, gucken wir mal. Okay, ich sehe noch nicht viel. Hier ist mit Pappe was abgedeckt worden. Das Einzige, was ich jetzt sehe, sind Räucherstäbchen. Okay, das finde ich sehr spannend. Oh, 15 sind da nur drin. Echt, also die anderen, die ich habe, ich habe ein ganzes Paket Räucherstäbchen letztes Jahr gekauft. Mit ganz vielen verschiedenen Sorten. Die Sorte ist nicht dabei. Das weiß ich, weil ich habe schon alle Sorten ausprobiert. Feng Shui. Ah, der heißt Feng Shui und irgendwas mit Water. Ich weiß da nicht so richtig. Ich hoffe mal, dass es keine parfümierten sind. Weil ich mag keine parfümierten Räucherstäbchen, die habe ich alle weggeschmissen. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde das ganz, ganz schlimm. Auch so die nach Rose oder so riechen. Ich finde die gar nicht angenehm, aber ich mag auch allgemein keine Blumengerüche. Ich mache die jetzt einfach mal auf, um zu gucken, wie sie riechen. Weil das ist immer sehr schwierig bei Räucherstäbchen, für mich zumindest, zu entscheiden, ob ich sie mag oder nicht. Sie sind lila, das gibt einen Pluspunkt. Ich mag lila. So, ich mache die mal kurz auf und rieche mal dran. Ist natürlich nicht aufgegangen, das ist logisch. Aber ich finde es schon mal schön, dass Räucherstäbchen drin sind. So. Also, was haben wir denn hier hübsches? Jungs und Mädels? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Echt. Es ist sehr undefinierbar. Es ist auf jeden Fall lila. Keine Ahnung. Ich werde es mal anzünden nebenbei. Ganz einfach. Um zu gucken, wie es riecht. So, vielleicht merke ich es dann im Laufe des Videos, wie es riecht. Ganz einfach. Auf jeden Fall färbt es ab. Aber das finde ich nicht so schlimm. Ich habe nämlich hier Räucherstäbchenhalter. Und irgendwo habe ich auch ein Feuerzeug. Und da würde ich sagen, mache ich das mal nebenbei an. Ich weiß, ihr seht gerade sehr viel von mir. Aber der Räucherstäbchenhalter ist ein bisschen weiter weg. Das hat jetzt noch nicht funktioniert. Ja, so sieht es gut aus. Alles klar. So, ich bin gespannt. Ich weiß noch nicht, wonach es riecht. Ist egal. Was haben wir denn hier? Hier ist ein Packen 100-Euro-Scheine.
Das sind nur keine echten. Ah, das ist ja niedlich. Das sind Servietten. Ja, ja, okay. Ich bin kein Fan von Servietten. Also, ich meine, solche Spaßservietten mag ich nicht unbedingt. Es gibt so schöne Servietten auf diesem Planeten. Das ist absolute Wahnsinn. Also, hätte ich nicht gedacht, aber... Das riecht irgendwie komisch. Ich weiß nicht so richtig, was es sein soll. Im Moment riecht es nur verbrannt. Aber vielleicht kommt das noch. Okay, also 100 € Servietten. Ich nehme das mal das hier oben weg, weil ich glaube, das ist... Nee, das ist sogar... Was ist das denn? Ja, das weiß ich jetzt nicht, was es ist. Ne? Ich würde sagen, wir machen es einfach mal auf. Um zu gucken, was es ist. Ich vermute, es sind irgendwelche Kartons, wo man was drin einpacken kann. Also... Ich habe keine Ahnung. Über die Servietten freue ich mich jetzt nicht. Über die Räucherstäbchen freue ich mich. Also sie sind auf jeden Fall nicht parfümiert. Ich weiß nicht so richtig, was es sein soll. Steht nur Feng Shui. Ich habe auch so andere Sachen. Da steht auch nur so, steht Meditation drauf. Oder was steht da drauf? Weiß ich nicht mehr. Da standen auf jeden Fall auch manche, da steht nicht drauf, was es für ein Geruch ist, sondern da steht einfach nur so ein Name drauf. Okay, ich habe jetzt mal eins rausgeholt. Und was genau sind kleine, okay, sind viereckige. Viereckige Schachteln. Es geht nicht so richtig zusammen. Leute, wenn ich das gewusst hätte, ich brauche sowas nächste Woche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Wenn ich das gewusst hätte, ich bräuchte Schachteln nächste Woche. Ich habe welche bestellt, ich habe keine Schachteln bestellt, sondern Tüten für meine Geburtstagsfeier, weil alle meine Gäste bekommen ein kleines Gastgeschenk und es wäre perfekt gewesen. Aber natürlich wusste ich das vorher nicht und deswegen habe ich jetzt Tüten bestellt. Wenn das Restpostenpaket eher angekommen wäre, hätte ich keine Tüten bestellt, weil ich brauche genau 10 und es sind 10. Das wäre so praktisch gewesen. Naja, vielleicht ein andermal. Sehr praktisch. Man weiß ja nie. So, also das ist die Rechnung. Okay. Ja, du Mandarin, genau. Okay. Gut, egal. Das kommt erstmal weg. So, was haben wir denn hier? Greifen wir einfach mal rein. Ein Flaschenhalt. Gerade hier da gesessen und ich wusste echt nicht, was es ist. Ne? Von Ed Hardy. Ich war ja nie so der Ed Hardy-Fan. Ich hatte zwar ein, wie nennt man das? Rucksack. Ich habe heute solche Wortfindungsstörungen, das ist absolut Wahnsinn. Ich bin nicht so richtig wach, glaube ich. Es ist auf jeden Fall ein Flaschenhalter. Also ich finde es recht schön, das Design finde ich sehr schön. Ich mag eigentlich lieber die schwarzen Sachen von Ed Hardy. Ich hatte auch ein Tagebuch von Ed Hardy, weil es schwarz war. Blau gefällt mir jetzt nicht so, ich brauche keinen Flaschenhalter. Aber ist nicht so schlimm, also ich finde es vom Design her sehr hübsch, muss ich sagen. Ja, ich weiß, es ist Spittel, weil ich brauche es nicht. Aber trotzdem. Okay, als nächstes haben wir hier, eine LED-Lichterkette, Kupferdraht. Mhm. 20 bunte LEDs im Innenbereich mit Ein- und Ausschalter. Tatsache, das ist ein Kupferdraht, ne? Wo sind da genau jetzt die LEDs? Ich sehe die LEDs noch nicht. Wir packen es mal aus. Weil wir packen es einfach mal aus. Ich habe jetzt keine Batterien hier. Das sind so Mini-LED. Das ist ja niedlich. Okay, das ist süß. Kann man ja vielleicht auch für meine... Also es ist irgendwie so... Ich weiß es nicht, ne? Also ich vermute... Doch ja, definitiv. Man sieht da, dass so kleine LEDs drin sind in diesem Kupferdraht. Kann man vielleicht für meine Geburtstagsfeier verwenden. Da muss ich aber noch Batterien kaufen. Ich habe Batterien da, aber die sind jetzt nicht hier, sondern die sind in der Küche. Und ich will jetzt nicht extra in die Küche rennen. Okay, wenn es mir nicht gefällt, meine Mom steht auf alles, was leuchtet. Also zur Not kann ich es weitergeben. Und sie macht es dann, weiß ich nicht, an Weihnachtsbaum nächstes Jahr oder so. Also das ist auf jeden Fall was Praktisches. So, der Flaschenhalter nicht, weil ich trinke halt
kein Alkohol. Ich war eher für Alkohol gedacht. So, was haben wir denn hier als nächstes? Oh, eine Damenstrumpfhose. Oh mein Gott. Na, die ziehe ich nicht an. Also das ziehe ich definitiv nicht an, aber nur wegen dem Muster. Also das Muster ziehe ich nicht an. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber es ist eine sehr dicke Strumpfhose, habe ich so das Gefühl. Fühlt sich sehr gut an. Prinzipiell. Aber das Muster ziehe ich nicht an. Also nie im Leben. Das gebe ich dann auch an meine Mom weiter. Das ist nicht so mein Muster. Wäre es schwarz gewesen, ich wäre sofort dabei. Was war denn hier? Oh, ist ja süß. Kleine Holzdinger. Holz, ja. Dekorationsbahn. Es sind Federn. Das ist so passend. Ich liebe Holzdekorationen. Ich habe mein ganzes Wohnzimmer aus voller Holzdekoration. Und ich mag Federn seit letztes Jahr. Seit ich gemerkt habe, dass ich mich für Naturvölker interessiere. Und ich nehme auch jetzt, wenn ich unterwegs bin, überall Federn mit. Also ich meine nicht gekaufte Federn, sondern Federn, die Vögel verloren haben. Und ich habe jetzt schon einige Federn da. Also das ist jetzt echt perfekt auf mich abgestimmt. Natürlich wussten die das nicht. Aber finde ich gut. Okay, das gefällt mir. So, ich weiß gar nicht, wie ich weitermachen soll. Wir machen mal das hier. Was ist das? Also, hier ist etwas. Oh, Fitnessband. Ich habe schon ein Fitnessband. Zwei verschiedene Fitnessbänder sind sogar. Rot und blau. Rot ist mittel und blau ist stark. Ja, ist ja ganz praktisch, weil ich habe nämlich ein leichtes, glaube ich. Es war mal ein Werbegeschenk. Ja, Fitnessband. Sehr praktisch. Also ich finde es praktisch, weil... Ich habe keine Ahnung. Wieso eigentlich? Ja, na, wenn dann so der Frühling kommt, da bin ich dann auch manchmal so ein bisschen auf dem Fitnesstrip. Ich habe auch ein Laufband drüben, ne? Aber im Winter habe ich ja keine Lust drauf. Ich mache das eher so im Frühling. Frühling und Herbst, das sind so meine Sportzeiten, Jahreszeiten. Also ich denke mal, dass ich das auf jeden Fall dann nehmen werde. Es sind auch Trainingsübungs. Ja. Es ist so ein kleiner Zettel mit drin, wo so ein paar Übungen mit dabei sind. Finde ich super, weil bei meinem Fitnessband war nichts dabei. Musste ich mich im Internet informieren, was man damit eigentlich machen kann, weil ich davon keine Ahnung hatte. Schön, also habe ich jetzt nicht nur ein leichtes Fitnessband, sondern auch noch ein mittleres und ein starkes. Okay, machen wir weiter. Was haben wir denn hier als nächstes? Oh, Duftsand, rosa. Das ist jetzt nicht mein Lieblingsduft. Ich habe ja schon gesagt, ich mag so... Also Fitness... Jetzt bin ich schon völlig durcheinander. Duft, also Sand an sich, finde ich sehr geil. Ich habe auch Deko-Sand drüben. Also ich mag Holz und Sand und Steine und sowas. Das ist alles drüben bei mir im Wohnzimmer. Also finde ich es eigentlich sehr praktisch. Die Frage ist nur, wie sehr riecht es? Da ist Sand oben in dem Ding drin, wo man es drehen kann. Ah, richtig gut. Okay, also ich habe immer noch nicht rausgefunden, was die Duftkerze, die Räucherkerze eigentlich, oder den Räucher? Räucherstäbchen, was das Räucherstäbchen eigentlich sein soll. Oh, ist das widerlich. Oh, naja, vielleicht kann man es irgendwie, ich denke, es lüftet sich irgendwann von selber aus, oder? Es ist auf jeden Fall roter Sand, rot ist ja nicht schlecht, also rot gefällt mir gut. Oh, aber das riecht ja so penetrant, das ist ekelhaft. Okay, machen wir mal weiter. Kühlpads, ich weiß nicht so richtig, ob die dazu gehören. Doch, die gehören dazu. Zwei Eisblocks. Ja, die sind zum Kaltstellen von irgendwas, ne? Weil wir haben sowas auf Arbeit. Brauche ich nicht, aber okay. Ist nicht so schlimm. So, was haben wir denn hier als nächstes? Was ist das denn? Picon. Picker? Dekorationsmaterial. Picker. Okay. Ich weiß nicht, wofür man Picker nimmt. Ich kenne Picker jetzt nur von so Käsewürfeln, aufgespießte Käsewürfel und sowas. Aber irgendwie, naja, also es ist auf jeden Fall scheinbar für eine Babyparty, weil da ist so ein Storch drauf, der gerade ein Paket bringt. Ich nehme an, ein Baby. Wobei, es ist kein Baby zu sehen. Ich weiß nicht so richtig, was es sein soll. Okay. Das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum.
Okay, so. Okay, dann haben wir jetzt nächstes, was eingedellt ist. Und ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Ah ja, ein Silikoncover für ein iPod Nano. Ich habe kein iPod Nano. Wow. Ich versuche das gerade wieder auszubeulen, aber ich glaube, es wird nicht funktionieren. Ich habe kein iPod Nano. Ich hatte auch noch nie ein iPod. Ne, logisch. Passgenaue Schutzhülle für iPods. Winziger Engelform. Ich finde es ja echt niedlich, ne? Ich habe kein iPod, also es ist jetzt nicht wirklich so nützlich. Okay. So, da haben wir jetzt nächstes. Ein ISDN-Telefon-Zusatzgerät, 6 Meter Anschlusskabel. Ich weiß gar nicht, wie lang meins ist, ne? Habe ich überhaupt ein ISDN-Kabel? Ja, das sieht sehr alt aus. Das kann man auf jeden Fall schon mal festhalten. Es steht aber kein Jahr drauf, ne? Ja, also ich weiß nicht so richtig. Es sieht noch intakt aus, aber ich weiß nicht so richtig, ob ich das gebrauchen kann. Weil ich weiß nicht, wie lang meins ist. Ob meins länger ist oder kürzer. Okay, egal. Lass mal einfach mal im Raum stehen. Ich habe hier das hier, ne? Ich weiß nicht, wovon es ist, aber es liegt hier mit drin. Sehr hübsch. Gut, dann machen wir jetzt hier das Große, weil... Eieieiei. Machen wir mal das Große. Okay. Also es ist auf jeden Fall, hier gibt es drei Messbecher. Drei Messbecher sind es. Okay, ich habe nur einen Messbecher. Aber kann man mit auf Arbeit nehmen. Ist kein Problem, wir brauchen immer mal Messbecher auf Arbeit. Wir haben nur einen Messbecher. Und wenn der weg ist, dann ist er weg. Ich weiß nicht, wo ich es hinstellen soll. Ah! Okay, wir haben einen Messbecher und das, was ist das hier? Ich weiß nicht so richtig. Ich glaube, da kann man Blumen reinmachen. Ich vermute es. Ich bin jetzt nicht so der Blumenmensch. Also, ich bin ein Kakteenmensch. Also, Blumen ist jetzt nicht so meins. Ich vermute, das ist für Blumen. Da kann man die dann irgendwo dran machen oder so, ne? An Zaun oder was weiß ich. Ich weiß nicht so richtig. Okay, gut, machen wir weiter. Dann haben wir hier Kräuselband. Kräuselband mit ganz viel Happy Birthday drauf. Das ist praktisch, weil ich packe immer mal Sachen ein. Aber eigentlich nicht so zum Geburtstag hier, zu Weihnachten. Magisches Handtuch. Bester Opa der Welt. Ich habe keinen Opa mehr. Ist jetzt nicht so nützlich für mich. So, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Na toll. Das ist super. Das ist ein Schmetterlingsnetz, oder? Nennt man das so? Ich weiß es nicht. Ich glaube, so rum ist richtig. Auf jeden Fall ein Insektennetz, oder? Ich habe schon mal sowas geholt für ein Fotoshooting. Aber meins war schöner. Meins war nämlich nicht gelb. Okay. So, dann haben wir hier als nächstes... was ist das? Das ist bestimmt wieder was zum Kühlhalten, kann das sein? Sieht zumindest so aus, hier ist eine Flüssigkeit drin. Ist aber keine Erklärung dabei. Sieht aus wie... Sind das irgendwie so mehrfach verwendbare Eiswürfel oder so? Ich weiß nicht. Es hat auf jeden Fall eine Eiswürfelform und es ist irgendwas drin, was dann gefrieren kann. Und eins davon, ne, hat einen riesigen Riss vorne. Ein Traum. Das nehme ich gleich mal raus, bevor das Zeug ausläuft. Ist das ein Riss oder muss das so sein? Haben die alle so? Das ist kein Riss, das sieht nur so aus. Okay, gut, das ist alles intakt. Ich habe nichts gesagt. Okay, alles klar. Sehr schön. Prima. Gut, weiter geht's. Da haben wir hier, oh, wie praktisch, eine... Wie nennt man das denn? Klobürste, genau. Sehr schön. Kann ich ja hier in meine Blumendings da, habe ich das erstmal reingetan. Was haben wir denn hier? Oh, toll. Was zum Beschriften meiner Pflanzen. Ja, okay, warum nicht? Aber die haben eigentlich, also meine Pflanzen haben alle Namen. Das könnte man quasi machen. Aber die Namen, die sind alle schon außen dran. Na gut, da kann ich da nochmal reinmachen. So, dann haben wir hier als nächstes Display Schutzfolie Premium Screen Protector Bubble Free für Samsung Galaxy Nexus, was ich nicht habe.
sehr praktisch. So, okay, dann haben wir hier als nächstes eine ganz tolle Tasse, Mini-Tasse XL. Sowas finde ich immer sehr merkwürdig. Mini-Tasse XL ist irgendwie, entweder das ist Mini oder das ist XL, ne? Das verstehe ich immer nicht so richtig. Da steht auf jeden Fall ganz lustig drauf. Ich habe kein Problem mit Alkohol, nur ohne. Für jemanden, der keinen Alkohol trinkt wie ich, nicht wirklich nützlich. Aber okay. Kann ich vielleicht meinem Chef geben. Vielleicht will er das irgendwie seinen Gästen geben. Ich weiß nicht so richtig. Die haben Albatros Namensschilder. Ich will Spaß, ich gebe Gas. Auch das passt nicht wirklich zu mir. Ich halte mich immer an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Oh toll, guckt, noch eine Premium-Schutzfolie für ein Samsung. Okay, ich hoffe, ich tue nicht aus Versehen das Video ausdrücken. Aber ich denke nicht. So, dann haben wir hier, oh toll, Anschlussdose zweimal. Was war das? Irgendwas ist gerade runtergefallen. Ach so, war nur die Schutzfolie. Alles gut. Das ist für mein ISDN-Kabel, was ich vorhin gehabt habe. Sehr hübsch. Universal. Do it yourself. Ja, ein Sockel für, ja, das ist, sieht sehr nützlich aus. Und